rund 1000 Quadratkilometer Wasserfläche, mehr als 1 Million Hektar Feuchtgebiete, fast 250 verschiedene Vogelarten. Dies ist eine der wertvollsten Landschaften Europas. Das Stettiner Haff, eine Art Lagune, liegt im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland, zwischen der Odermündung im Süden bei Stettin und der Ostsee im Norden. Hier am Haff spielt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einigen Seeadlern an der polnischen Haffküste und dem Fischer Janusz. Es ist aber auch die Geschichte von den Bemühungen einiger weniger aus der Region, mit einem neuen Verständnis vom Zusammenleben von Mensch und Natur für diesen Landstrich eine bessere Zukunft zu finden. Dieser Teil der Arbeit ist für den Fischer Janusz wahrlich kein Vergnügen. Der Hafen von Stepnica, auf der Ostseite des Haffs, rund 50 Kilometer nördlich von Stettin. Janusz ist einer von nur noch 8 aktiven Fischern hier. Früher waren es fast 3 Dutzend. Für viele lohnt es sich einfach nicht mehr. Jahrelang zu wenig Fisch, zu niedrige Abnahmepreise. Früher war das anders. Und früher gab es neben der Fischerei vor allem Landwirtschaft. Selten mit eigenen Bauernhöfen. Die Menschen am Stettiner Haff arbeiteten hauptsächlich in den staatlichen Großkolchosen. Der Fall des Eisernen Vorhangs vor 15 Jahren bereitete den Einwohnern der Region den wirtschaftlichen Niedergang. Staatlich subventionierte Landwirtschaft wurde aufgegeben. Industrie, Arbeitsplätze gingen massenhaft verloren. Arbeitslosigkeit suchte schnell fast jeden zweiten Heim. Und Landflucht der Jungen ließ die Dörfer am Haff veröden. Aber die Natur der Region konnte sich erholen. Sichtbarstes Zeichen dafür sind die europäischen Seeadler, die hier vor Jahren fast ausgestorben waren. Die Könige der Lüfte kehrten zahlreich wie nie zurück in ihre angestammten Jagdgründe am Stettiner Haff. Stepnica 22 ist spät an diesem Morgen. Es ist zwar erst 5:30, aber eigentlich wollten sie schon seit rund einer Stunde auf dem Wasser sein. Zbyszek, Januszs Helfer, hat heute mal wieder verschlafen. Erstes Ziel sind die Netze nahe der Fahrrinne für die großen Schiffe. Barsch wird erwartet, vielleicht Zander. Der ist aber selten geworden. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten. Genug Zeit also, nach den gefiederten Freunden Ausschau zu halten. Und tatsächlich, ein Seeadler patrouilliert dicht am Kanal sein Revier. Das Stettiner Haff ist entlang einer Linie Swinemünde-Stettin für Fracht- und Transportschiffe ausgebaggert. Im aufgewühlten, sauer und nährstoffreichen Wasser findet sich besonders viel Fisch. Das weiß der Adler. Und Janusz. Auch wenn heute der Fang eher mager ist. Das außergewöhnlichste Erlebnis war wohl, als ich einen Adler in meinem Netz verfangen hatte. Normalerweise sind Adler extrem vorsichtig. Die sehen das Netz noch eher als den Fisch. Wie konnten wir den gefährlichen Vogel befreien? Die Beine im Netz verfangen, die Krallen steckten sogar noch im Fisch. Ganz langsam schnitten wir das Netz entzwei, um bloß nicht den Vogel zu verletzen. Und erstaunlich, der Adler leistete keinen Widerstand. Als ob er wusste, dass wir ihm nur helfen wollten. Dieses Tier hatte dadurch zu uns so viel Vertrauen gefasst, dass er noch Jahre später immer ganz dicht rankam und Fisch von uns entgegennahm. Seeadler gehören zu den scheuesten Wildtieren überhaupt. Jahrhundertelang als Jagdkonkurrenten von Menschen gnadenlos verfolgt, hat besonders ihr phänomenales Sehvermögen das Schlimmste bislang verhindert. Selbst aus 3 Kilometer Entfernung
erkennen die Vögel noch kleinste Beute. Die bis zu 7 Kilo schweren Tiere sind mit messerscharfen Krallen und einem gefährlichen Hakenschnabel bewaffnet. Perfekt ausgestattet, reichlich Beute zu machen. Seeadler benötigen rund 1 Kilo reines Fleisch täglich. Die großen Jäger sind eine Art Bioindikator. An der Spitze der Nahrungskette stehend, zeugen gesunde Tiere von einer Umwelt, die sich ökologisch recht gut im Gleichgewicht befindet. Adlern droht keine äußere Gefahr, außer vom Menschen. Ihm gegenüber, so lehrt sie die Vergangenheit, ist schnelle Flucht auf bis zu 2,60 Meter breiten Schwingen die sicherste Entscheidung. Kasimir Rapski hat Glück heute Morgen. Seine Lieblinge, die wilden Konigpferde, suchten schon früh den Schatten alter Linden. Normalerweise wären sie jetzt draußen, im wilden, hohen Gras und Schilf des neuen Naturparks von Czarnocin, unweit von Stepnica. Die frühe, schwüle Hitze lässt auch die fellbepackten halbwilden Highland-Rinder Gesellschaft suchen mit den seltenen Ponys. Wie die Konigs sind diese schottischen Rinder am Stettiner Haff keine ursprünglich beheimatete Rasse. Für Parkdirektor Rapski jedoch sind sie Teil eines Konzepts, das den Tieren für den Naturschutz in dieser Gegend eine wichtige Aufgabe zuweist. Die Wildpferde hier im Park zeigen, wie die Dinge zusammenhängen. Eine brachliegende Landschaft, die Raubvögel, die hier leben, und der Mensch. Durch menschliches Handeln, etwa die Haltung wilder Pferde oder wilder Rinder, entsteht hier eine Naturlandschaft, die vorteilhaft ist. Für Wildpferde und beispielsweise Seeadler. Die Pferde haben gut zu fressen, halten durch Abweiden das Gras sehr kurz. Und die Adler können auf solchen Flächen schneller und besser Beute machen. Und solche Verbindungen gibt es zuhauf, nicht nur diese. Zusammenhänge in der Natur erkennen und diese gewinnbringend für Mensch, Tier und Umwelt nutzen. Mit seinem anderen Ansatz von Naturschutz ist Rapski wesentlich Manager, Vermittler der Bedürfnisse von Mensch und Natur. Von seinen Konigs gibt es in Polen nur noch 2 frei lebende Herden. Ihr Einsatz als Rasenmäher im Park hilft nicht nur den Vögeln, sondern stellt auch sicher, dass diese Wildpferde hier weiterhin auf ihre ursprüngliche Art leben können. Der Naturpark von Czarnocin ist fast so etwas wie Rapskis Privatsache. Vor nunmehr 10 Jahren startete dieses Projekt. Rund 600 Hektar unbewirtschaftetes Gelände einer ehemaligen Landwirtschaftskolchose umzuwandeln in einen privaten, unabhängigen Naturpark. Rapski erwarb dieses Terrain für einen polnischen Naturschutzbund, weil genau hier sich die wichtigsten Flugrouten europäischer Zugvögel kreuzen. Die Region dient den Vögeln dabei als wertvoller Rastplatz und den Räubern deshalb als beliebtes Jagdrevier. Rapski verfolgt mit seinem Konzept für den Park hohe Ziele. Kein eingezäuntes Museum, eine erlebbare Region soll er werden. Mit Nutzen, selbst für die Skeptiker. Das ist schon was richtig Neues, nicht nur in Polen. Die lokale Bevölkerung in den Naturschutz einzubinden. Denn eigentlich heißt es ja immer, Naturschutz, na klar, aber bitte nicht bei uns, zu unseren Lasten. Unser Konzept zeigt, lebendige Natur lässt sich mit lebendigen Menschen vereinbaren. Deshalb soll es hier auch Landwirtschaft geben. Kühe und Pferde, touristische Fahrradwege. Das alles wollen wir hier auch als eine Art Entwicklungshilfe anbieten, in dieser verlassenen und irgendwie auch vergessenen Gegend. Mit Hilfe der Natur und für die Natur. Mensch und Natur in Zusammenarbeit. Darum geht es. Wieder so ein ruhiger Vormittag am Kai von Stepnica. Alle Boote sind mit ihrem morgendlichen Fang zurück. Trotzdem findet Janusz mühelos Platz. 6 hauptberufliche Fischer gibt es hier noch. Es waren mal fast 40.
Besonders die Kutter, die die Großhändler belieferten, haben abgewrackt. Zu hohe Betriebskosten bei zu geringen Erlösen. Noch letztes Jahr standen sie hier manchmal sogar in Dreierreihen. Die Kutter fangen ausschließlich für Großabnehmer, die den Fisch in ganz Polen auf dem Markt verkaufen. Der Unterhalt der Schiffe ist deutlich höher als der kleiner Boote. Deshalb ist Masse gefragt, um auf die Kosten zu kommen. Der erste Eindruck täuscht. Die Netze sind voll, aber die Preise am Boden. Und das schon seit Jahren. Es gibt kaum noch viel guten Fisch. Nur die billigen Plötze. Der bringt aber im Großhandel bloß 15 Euro Cent fürs Kilo. Ich habe hier zwar 400 Kilo, aber das muss auch für all meine Helfer, mein Sohn, meine Freunde reichen. Um 3:30 heute Morgen sind wir raus, Netze einholen. Jetzt muss der Fisch ausgepult, die Netze anschließend gesäubert werden. Nachher fahren wir wieder raus, Netze stellen. Das sind 15 Stunden und ich verdiene dabei gerade mal 100 Zloty, 25 Euro, wenn es gut geht. Und meine Helfer? Die haben sogar nur 10 Euro. Damit kann man doch keine Familie ernähren. Ich werde das Boot verschrotten lassen. Direktverkauf gibt es nur bei den Fischern mit den kleinen Booten. Hier bei Janusz sind die Plätze frischer und schmecken besser, meint sie. Das hänge damit zusammen, wo der Fisch gefangen wird. Bei größeren Mengen gibt Janusz sogar Prozente, ohne wirklichen Verlust. Denn er kann beim Endverbraucher dreimal mehr verlangen, als die Kutterfischer von ihrem Zwischenhändler bekommen. Und für sie ist es trotzdem hier immer noch billiger als beim Händler auf dem Wochenmarkt. Der wirklich lukrative Edelfisch ist aber selbst bei Janusz mittlerweile sehr rar. Letztes Jahr war das besser, viel besser. Es gab beispielsweise Zander, den es dieses Jahr gar nicht gibt. Woran das liegt? An Stettin. Dort gibt es nämlich kein Klärwerk für mehr als 500.000 Einwohner. Der ganze Unrat von Stettin fließt direkt in die Oder. Man sieht das ganz konkret. Und man riecht es. Das Wasser stinkt und ist voller Abfall. Richtig gefährlich ist eigentlich nur das, was man nicht sieht. Amtliche Wasserproben auf dem Stettiner Haff gibt es seit der Phenolkatastrophe Anfang der 60er Jahre. Doch Messwerte veröffentlichte jahrelang niemand. Bis zur Wende wurden weitgehend unbeanstandet Abfälle aller Art in das Haff eingeleitet. Eine schleichende Verseuchung der ganzen Haffregion belastete besonders die hiesigen Vogelpopulationen. Und die großen Jäger waren am stärksten betroffen. Am Ende einer langen Nahrungskette sammelten sich gerade bei diesen Tieren die Gifte im Körper überreich an. Mit dem Resultat, dass Bruterfolge ausblieben, die Adler in dieser Region fast ausstarben. In den letzten Jahren stellten Schwermetalle aus industrieller Herkunft im Wasser ein sehr ernstes Problem dar. Mittlerweile sind diese gelösten Gifte kein Problem mehr. Wir untersuchen aber nur das Wasser, nicht die Sedimente des Haffs. Es ist besser, den schwermetallverseuchten Boden unangetastet zu lassen. Denn wenn der aufgewühlt würde, könnte das hier eine Umweltkatastrophe für das ganze Ökosystem auslösen. Giftgrüne Fäden im Wasser zeugen von einem anderen, dem aktuellsten Problem des Haffs, Phytoplankton. Mikroskopisch kleine Algen, die im ohnehin nährstoffreichen Haffwasser mittlerweile geradezu in epidemischen Mengen auftreten. Die Algen verringern, besonders bei warmer Witterung, drastisch den Sauerstoffanteil im Wasser und gefährden so massiv alles Leben. Well, I think that the most important factor
Der wohl wichtigste Faktor, der die Wasserqualität hier im Haff beeinflusst, ist der Prozess der Eutrophierung. Also die Überdüngung des Wassers. Die findet statt, wenn zu viele phosphor- oder stickstoffhaltige Substanzen in das Wasser eingeleitet werden. Ein Monument Polens sozialistischer Industrie-Gigantomanie. Direkt am Ufer des Stettiner Haffs. Police. Zweitgrößtes Chemiewerk des Landes, produziert hauptsächlich Grundstoffe. Ammoniak, Phosphor und Schwefelsäure, Eisensulfat und Mineraldünger. 1,6 Millionen Tonnen jährlich, seit mittlerweile 40 Jahren. Der größte Arbeitgeber der Region war jahrelang auch ihr größter Umweltsünder. Staub, Abwasser, Gasemissionen. Hier produzierte Düngemittel waren beliebt. In der lokalen, intensiven Kolchosenlandwirtschaft. Großzügig eingesetzt, versickerten sie. Tonnenweise. Und werden noch jahrzehntelang das Stettiner Haff belasten. Erst wenige Jahre gibt es den aktiven Umweltschutz in Police. Zur stolzen Sammlung mehrerer Umweltzertifikate gehört auch das des TÜV Nord. Das umgestaltete Signet der Firma, der stilisierte Seeadler, soll auch vom neuen Bewusstsein künden. Das alte Denken türmt sich direkt am Ufer auf. 40 Meter hoch und gut 1 Million Tonnen schwer. Seit Ende der 60er Jahre wird hier Phosphorgips, ein Abfallprodukt der Säureherstellung, offen gelagert. Der Klärschlamm obendrauf stammt auch aus eigener Produktion. Er hilft, das stetige Verwehen des eutrophierenden Phosphors zu reduzieren. Und die kahlen Berge unter grünen Deckmänteln zu verstecken. Der negative Einfluss dieser Chemiefabrik auf die Umwelt hier war in den letzten Jahrzehnten äußerst bedeutsam. In den letzten Jahren hat sich das aber positiv verändert. Diese Abfallhügel jedoch, die wir hier sehen, wirken natürlich auch noch heute auf die Umwelt ein. Indirekt. Über das Grundwasser oder einfach durch Versickern. Eine sehr viel klarere und direktere Rolle spielt die Stadt Stettin bei den Wasserproblemen im Haff. Trotz langjährigem wirtschaftlichen Aufschwung und der damit verbundenen rasanten Bevölkerungsentwicklung investierte die Stadtregierung nicht rechtzeitig in eine moderne Kläranlage. Immer noch wird der Dreck von mehr als 500.000 Einwohnern ungefiltert in die Oder abgelassen, die schließlich ins Haff mündet. Letztes Jahr endlich wurde das Projekt Kläranlage in Auftrag gegeben. Die Möwen von Stettin können allerdings hier noch eine ganze Weile dinieren. Frühestens 2008 wird die Stadt das Stettiner Haff nicht mehr als seine Müllkippe nutzen. Wo die Oder sich anschickt, zum breiten Flussdelta zu werden, liegt die alte Hansemetropole mit über 1000-jähriger Geschichte. Stettin, Stadt des Handels. Geprägt schon immer vom Fluss, vom Wasser, von seinem Hafen und der berühmten Werft. Stettin, das ist aber auch die Stadt vieler unterschiedlicher Herrscher. Brandenburgs kurfürstliche Greife. Der geflügelte schwedische Löwe. Preußens mächtiger Königsadler. In Stettin haben alle Mächte ihrer wechselvollen Geschichte deutliche Spuren im Stadtbild hinterlassen. Der weiße, der polnische Adler aber, wurde nach jahrhundertelanger Abwesenheit erst nach dem Zweiten Weltkrieg hier wieder heimisch. In der Stadt, die auch wieder eine Stadt der lebendigen Adler ist.
Jan fährt am liebsten auf dem Amazonas. Nachmittags, wenn die Sonne tiefer steht. Der Amazonas liegt fast mitten in der Stadt. Amazonas. So nennen Segler in Stettin einen der wildromantischen Nebenarme, den die Oder im Stettiner Hafengebiet bildet. Bevor der Fluss endgültig ins Haff mündet. Dort, wo der Hafen der Großstadt der Natur Raum wieder überlassen hat, ist die Wildnis zurückgekehrt. Der natürliche Lauf der Dinge sorgte scharenweise für die Rückkehr seltener Vogelarten. Und für eine Rückkehr der Seeadler. Den Tagesbedarf an Beute zu erjagen, braucht auch bei den Flugkünstlern schon mal bis zu 6 Stunden. Da ist leicht nachvollziehbar, dass ein so reichlich gedeckter Tisch die Adler verführt, eigentlich gegen ihre Natur, die Nähe zur Zivilisation zu tolerieren. Und der Speisezettel am Amazonas ist dabei so üppig, dass hier jüngst sogar brütende Adler beobachtet wurden. Jan hat sich mittlerweile an solche Anblicke gewöhnt. Aber für Auswärtige, nicht nur Vogelexperten, stellt diese Nähe von großen Jägern und industriellem Ballungsgebiet geradezu eine Sensation dar. Das ist eine Adlerstadt. Wenn Sie sehen, hier die Kräne hinten, bis zum ersten Straßenbahnstelle ist so ungefähr 700, 800 Meter. Und solche Wildnis und noch die Seeadler, wunderbar. Es gibt nirgendwo so was, ich denke. Ich war schon in Europa, habe ich viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Dieses ganze Füttern hatte anfangs eigentlich nur den Zweck, die Adler zu locken, sie möglichst nahe zu uns fliegen zu lassen. Wir haben im Leben nicht daran geglaubt, dass diese wilden Raubvögel überhaupt dem Menschen nahe kommen würden, dass sie ihm gar Vertrauen schenken würden. Es hat auch ziemlich lang gedauert, so 10 bis 12 Jahre. Aber langsam schenkten sie uns ihr Vertrauen und verloren ihre ausgeprägte Scheu. Irgendwie erkannten sie, dass wir sie nicht gefährden. Heute ist es für uns vor allem eine große Freude. Wir können lachen. Und wenn wir beispielsweise im Herbst vom Haff zurückfahren und es ist schon kalt und grau, bringt es uns etwas Wärme, Energie. Und die Zeit vergeht so schneller. Adler können bis zu 40 Jahre alt werden und sind im Prinzip standorttreu, wenn die Bedingungen für Jagd, Brut und Rückzugsmöglichkeiten stimmen. So konnte Janusz über die Jahre seine Freunde immer genauer kennenlernen. Ihre Eigenheiten, besonderen Fähigkeiten, speziellen Merkmale, die so etwas wie die Persönlichkeit der Tiere ergeben. Und die Adler wiederum lernten Janusz spezielle Merkmale kennen. Die Adler erkennen zunächst vor allem das Boot. Das ist sozusagen das erste Signal für sie. Als ich im Mai mein Boot neu angestrichen habe, kamen sie tatsächlich 2 Wochen lang überhaupt nicht. Also die Farbe des Bootes ist sehr wichtig.
Zweitens der Motor, der spezielle Ton des Motors. Und ganz bestimmt erkennen sie auch die Menschen an Bord. Wenn sich manchmal meine Belegschaft ändert, ein anderer Kollege ihnen den Fisch zuwirft, benehmen sich die Adler komplett anders. Wenn sie aber meine Stimme hören, meinen ausgestreckten Arm sehen, dann reagieren sie wirklich blitzschnell. Ich hebe die Hand, rufe ihnen zu und gleich kommt er angeflogen. Manchmal habe ich keinen Fisch in der Hand und der Adler kreist trotzdem über dem Boot. Dann regt er sich auf, schreit uns an: Mensch, warum hast du mich gerufen, wenn du nichts zu füttern hast? So sieht es jedenfalls manchmal aus. Es klingt lustig, aber es ist wahr. Für Maria war es immer ein Traum, selbstständig als Bäuerin mit Tieren zu arbeiten. Maria kommt aus einem Nachbardorf nahe dem Naturschutzpark und war früher im Hotelgewerbe tätig. Rapskis Angebot konnte sie nicht abschlagen. In seinem Park eine Herde Rinder weiden zu lassen, um das Gras so kurz wie möglich zu halten. Ihre 70 Tiere auf seinen 200 Hektar Weideland. Kostenlos. Marias Traum war, ökologische Rinderzucht zu betreiben. Und dafür war Rapskis Angebot ideal. Das unbelastete wilde Gras ist seit Jahrhunderten seiner Qualität wegen berühmt. Schon Friedrich der Große ließ seine Armeepferde genau auf diesen Weiden grasen. Rapskis Konzept vom aktiven Naturschutz funktioniert auch hier prächtig. Es herrscht eine echte Win-Win-Situation. Beide Seiten ziehen unmittelbar Vorteil aus ihrer Zusammenarbeit. Und in diesem Fall profitieren sogar noch Dritte von der Idee. Keine Frage, der Park kann die Situation der Arbeitslosigkeit hier verbessern. Wir haben ja auch schon ein paar gute Beispiele. Es ist zwar schwer zu sagen, wie viele Leute nur wegen des Parks heute nicht mehr arbeitslos sind. Für den eigentlichen Park sind das wohl nur wenige Experten. Aber es geht um das Drumherum. Am einfachsten funktioniert das mit Bauern. Extensive Landwirtschaft ist nämlich mittlerweile auch hier ein Thema. Qualität, besonders bei Fleisch, wird immer mehr nachgefragt. Der Park bietet das. Aber es hängt auch ein wenig von der Fantasie der Leute hier ab, was man sonst Gästen anbieten könnte. Einen Fahrradverleih, Ausflüge, Vogelbeobachtungen, Gastronomie oder regionale Produkte. Eine übrigens völlig neue Idee in dieser Gegend. Also, es gibt eine ganze Menge Dinge, die hier rund um den Oder-Delta-Naturpark entstehen könnten. Neues Leben in Ruinen. Das schwarze Pommernschaf in den Trümmern der Kolchose, auf deren Terrain heute der Naturpark von Rapski liegt. Diese Rasse war vor dem Krieg hier üblich, gilt als recht robust und ideal angepasst an die Gegend und seine Futtermöglichkeiten. Einige noch halbwegs intakte Gebäude der ehemaligen Kolchose für Vieh- und Milchwirtschaft wurden von Maria schon vor 5 Jahren als Hof gepachtet. Aber vieles hier ist immer noch Improvisation. Marias Traum von einem Ökohof mit Schafen, Rindern und ein paar Feldern wird im Dorf sehr skeptisch beäugt. An kommunale Starthilfe war gar nicht erst zu denken. Und neue Ideen mit alternativen Methoden und großer Eigeninitiative sind auch nur schwerstens an den Mann zu bringen. Bis jetzt stehen sie einfach nur am Rande und gucken zu, was wir hier so machen. Abwarten und zuschauen. Es ist sehr schwer, sie für konkrete Initiativen zu gewinnen. Wir wollten hier schon einige Sachen anleiern, aber es ist uns einfach nicht gelungen. Beispielsweise wollten wir die arbeitslosen Frauen motivieren, etwas zu tun. Handarbeiten aus Wolle, weil wir hier doch Wolle vor Ort haben. Oder aus anderen natürlichen Rohstoffen, die hier vorhanden sind. Korbweide oder Stroh. Aber es ist unheimlich schwer, sie allein dazu zu bringen, dass sie 2-mal in der Woche zusammenkommen, um zum Beispiel gemeinsam zu stricken. Sie stehen halt nur am Rande und schauen zu.
Die Kolchose bot bis Anfang der 90er gut 100 Menschen aus der Region Arbeit. Nach der Auflösung des Staatsbetriebes wurden fast alle von ihnen arbeitslos. Die Gebäude verfielen. Heute kann Maria mit ihrem Ökobetrieb und dank der Zusammenarbeit mit Rapskis Naturpark zwei Landarbeitern feste Stellung bieten. In der Saison, wenn das wertvolle Heu schnell eingefahren werden muss, können es gar bis zu 5 Helfer sein. Henrik aus Stepnica war früher hier beschäftigt, in der Kolchose. Die 15 Jahre danach war Henrik meist arbeitslos. Seine Frau ist es immer noch. 50 Jahre alt, 5 Kinder, keine gute Perspektive. Henrik hätte eigentlich nur noch auf seine Almosenrente warten können. Marias Mut, hier etwas komplett Neues zu wagen, hat das gründlich verändert. Das hier ist doch ein guter Weg. Die Menschen hätten sonst doch gar keine Arbeit. Jetzt können sie wenigstens bei der Heuernte oder sonst wo helfen. Alleine kann man das doch eh nicht machen. Die Helfer kommen hier aus dem Dorf und verdienen sich hier ein paar Groschen. Ohne das wäre es wohl eine Katastrophe hier. Vorher lag hier alles brach, nichts wurde angebaut. Jetzt haben sie alles umzäunt, die Felder werden bestellt. Besucher aus Golenjow oder Stepnica kommen sogar am Wochenende hierher und schauen sich die Rinder und die Pferde an. Ist doch toll. Solche Jagdszenen sind auch in Swivir immer noch etwas Besonderes. Selbst für Ranger Kasimir Olschanowski. Aber genau das ist es, was Besucher aus Stettin und Umgebung hier sehen wollen. Das Besondere. Dieser tieffliegende Vogel dort ist eine äußerst seltene Falkenart. Er jagt Libellen und heißt Lerchenfalke. Swidwir ist ein weltweit bedeutendes Vogelreservat. Rund 120 meist bedrohte Arten auf nur 890 Hektar. Das teilweise völlig unzugängliche Sumpfwassergebiet, nur gut 20 Kilometer nordwestlich von Stettin entfernt, steht seit mehr als 20 Jahren unter internationalem Schutz. Für die Seeadler der Region ist Swivir seit alters her ein wichtiges Jagdrevier, wenn auch ihr Schutz bis vor nicht allzu langer Zeit hier keinesfalls selbstverständlich war. Kasimir Olschanowski ist ehrenamtlicher Ranger auf dem Besucherturm von Swivir, einer von 5 für das ganze Reservat. Er kennt das Gebiet und seine Einwohner seit rund 30 Jahren. Die meisten Besucher des Reservats stammen ja auch aus der unmittelbaren Region. Landarbeiter, kleine Bauern, Fischzüchter. Bei ihnen gelten traditionell die immer hungrigen Seeadler eigentlich als Schädlinge. Olschanowskis wichtigstes Ziel ist deshalb, Irrtümer aufzuklären, Zusammenhänge zu erläutern und die Aufmerksamkeit auch einmal auf Details zu lenken. Der Turm von Swivir besteht erst seit 2 Jahren. Früher musste man sich das Sumpfgebiet mühsam erwandern. Mit der bequemen Aussichtsplattform stieg aber der Besucherandrang im kleinen Reservat beträchtlich. 20.000 sind es mittlerweile im Jahr. Massentourismus ist ein totaler Unsinn. Aber die Vögel auszusperren ist auch absurd. Was sollen wir schützen, wenn wir nicht wissen, wie es ausschaut? Der Durchschnittsmensch muss doch grob wissen, wovon man spricht. Seitdem hier der Turm gebaut wurde, sind alle wilden Pfade im Reservat zugewachsen. Und was heißt das? Das heißt, dass dieser Ort seine Rolle erfüllt. Die Vögel sind nicht weniger geworden. Wir beobachten hier sogar neu zugewanderte Arten, und zwar immer näher bei den Menschen. Also den Vögeln hat es nicht geschadet. Und die Menschen durften sie kennenlernen. Die Kinder aus den Nachbardörfern sagen ja mittlerweile sogar, das ist unser Reservat, unsere Vögel, das sind unsere Seeadler. Das heißt, wir haben das Bewusstsein der Menschen hier völlig verändert. Den Seeadlern in der Region scheint die vorsichtige touristische Erschließung des Reservats langfristig zugute zu kommen.
Die einheimische Bevölkerung akzeptiert mittlerweile die räuberische Lebensart der Vögel. Und von Vorbehalten ist bei der jüngsten Generation rein gar nichts mehr zu spüren. Ein Seeadler in freier Natur sehen? Oh ja, das wünschte ich mir doch sehr. Und warum gerade das? Weil die Adler so mächtig sind. Sie haben eine sehr große Flügelspannweite. So einen Hakenschnabel. Und ihre Krallen sind sehr stark. Du bist ein großer Adlerspezialist. Nicht nur. Für was denn noch? Na, ich bin Spezialist für viele Tiere. Sonntags früh wieder im Hafen von Stepnice. Ob Boot 22 heute wohl pünktlich ist? Es ist ein besonderer Morgen. Und Spišek war heute ausnahmsweise nicht zu spät. Fischer kennen keine Feiertage. Katzen schon. Das Boot schnell hergerichtet. Janusz will gleich noch mal raus. Auf die Jagd. Auf eine sanfte Jagd nach seinen Freunden. Bewaffnet mit neuester Technik soll die Jagd eine Art Whale-Watching werden. Wildtierbeobachtung auf offener See. Allerdings findet die auf dem Stettiner Haff statt. Mit den hiesigen Stars als Hauptdarsteller. Der Niederländer Martijn de Jonge ist Profifotograf und so etwas wie der Erfinder dieses neuen Eagle-Watching. Schon seit den frühen 80ern fotografiert der Tierspezialist am und besonders auf dem Haff Europas größte Adler. Dabei hatte Martijn seine eindrucksvollsten Begegnungen mit Seeadlern bislang stets mit Janusz. Im letzten Herbst dann hatte der Fotograf die zündende Idee, solche besonderen Ausfahrten gegen einen kleinen Obolus auch für andere Vogelbegeisterte zu organisieren. It's fantastic. Das ist doch einfach fantastisch. Bei uns in den Niederlanden gibt es Adler äußerst selten. Und die Natur verbirgt sich hinter Zäunen und Schildern wie Vorsicht, Entenbrüten, bitte nicht stören. Hier gehst du einfach mit den Fischern aufs Haff. Keine Zäune, nichts dergleichen. Und die Natur ist überall. Man hört die Vögel singen, sieht Kormorane, dort hinten einen roten Milan, hier einen Adler. Mensch und Natur sind hier einander sehr viel näher als bei uns. Natur ohne Zäune, wohl doch noch ein bisschen mehr als bloß eine gute Geschäftsidee. Für die Kunden von Martijn jedenfalls war das Motivation genug, mehr als 1000 Kilometer Autofahrt auf sich zu nehmen. Und die Anstrengungen dieses langen Wochenendes scheinen sich dann ja auch zu lohnen. Oh, das sind wirklich riesenhafte Vögel. Und es ist wunderbar, sie beim Fliegen, beim Jagen zu beobachten. Das hier ist wirkliche Natur. Ein wirklich toller Teil der Natur. Und so, als hätten sie es gehört, liefern die jagdlustigen Seeadler den Eagle-Watchern dann noch eine besondere Show. Den fast 1 Meter langen und bis zu 7 Kilogramm schweren Körper in die richtige Position bringen und die eigene Fluggeschwindigkeit mit dem komplizierten Greifen der Beute koordinieren. Beileibe nicht jeder Versuch gelingt. Am Ende jedoch kommen alle so oder so auf ihre Kosten. Auch Janusz.
Die 4 Stunden zusammen mit den Eagle Watchern bringen ihm nahezu so viel Einkunft wie eine halbe Woche Fischen. Das hier ist bestimmt eine Chance. Nur Adlertourismus ausschließlich, das geht nicht. Vielmehr ist es die optimale Ergänzung für die Fischerei. Aber wenn die Fischerei hier zugrunde geht, wird auch der Adlertourismus keinen Sinn machen. Denn irgendwann werden die Tiere einfach nicht mehr am Ufer sitzen, wenn die Fischer nicht täglich rausfahren und sie nicht füttern. Und selbst wenn sie da blieben, sie würden nicht nah rankommen. Man würde sie nur von fern sehen, sonst nichts. Also man muss das eine mit dem anderen verbinden. Es muss sich ergänzen. In der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Fischer Janusz und den Seeadlern am Stettiner Haff ergänzen sich Mensch und Natur in einer nicht nur für diese Region überraschenden Weise. Zum beiderseitigen Nutzen. Aber ein solches neues und anderes Verständnis vom Zusammenleben von Mensch und Natur könnte auch die Entwicklung der ganzen Region wesentlich beeinflussen. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit der zurückgewonnenen Natur, der den Menschen dieses Landstrichs dann auch neue Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten eröffnet. Denn solange die Seeadler den Himmel des Stettiner Haffs kreuzen, hat die Region auch die Chance auf eine bessere Zukunft. Eine Stunde auf dem Wasser sein. Zbyszek, Januszs Helfer, hat heute mal wieder verschlafen. Erstes Ziel sind die Netze nahe der Fahrrinne für die großen Schiffe. Barsch wird erwartet, vielleicht Zander. Der ist aber selten geworden. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten. Genug Zeit also, nach den gefiederten Freunden Ausschau zu halten. Und tatsächlich, ein Seeadler patrouilliert dicht am Kanal sein Revier. Das Stettiner Haff ist entlang einer Linie Swinemünde-Stettin für Fracht- und Transportschiffe ausgebaggert. Im aufgewühlten, sauer- und nährstoffreichen Wasser findet sich besonders viel Fisch. Das weiß der Adler. Und Janusz. Auch wenn heute der Fang eher mager ist. Das außergewöhnlichste Erlebnis war wohl, als ich einen Adler in meinem Netz verfangen hatte. Normalerweise sind Adler extrem vorsichtig. Die sehen das Netz noch eher als den Fisch. Wie konnten wir den gefährlichen Vogel befreien? Die Beine im Netz verfangen. Die Krallen steckten sogar noch im Fisch. Ganz langsam schnitten wir das Netz entzwei, um bloß nicht den Vogel zu verletzen. Und erstaunlich, der Adler leistete keinen Widerstand. Als ob er wusste, dass wir ihm nur helfen wollten. Dieses Tier hatte dadurch zu uns so viel Vertrauen gefasst, dass er noch Jahre später immer ganz dicht rankam und Fisch von uns entgegennahm. Seeadler gehören zu den scheuesten Wildtieren überhaupt. Jahrhundertelang als Jagdkonkurrenten von Menschen gnadenlos verfolgt, hat besonders ihr phänomenales Sehvermögen das Schlimmste bislang verhindert. Selbst aus 3 Kilometer Entfernung erkennen die Vögel noch kleinste Beute. Die bis zu 7 Kilo schweren Tiere sind mit messerscharfen Krallen und einem gefährlichen Hakenschnabel bewaffnet. Perfekt ausgestattet, reichlich Beute zu machen. Seeadler benötigen rund 1 Kilo reines Fleisch täglich. Die großen Jäger sind eine Art Bioindikator. An der Spitze der Nahrungskette stehend, zeugen gesunde Tiere von einer Umwelt, die sich ökologisch recht gut im Gleichgewicht befindet. Adlern droht keine äußere Gefahr, außer vom Menschen. Ihm gegenüber, so lehrt sie die Vergangenheit, ist schnelle Flucht
auf bis zu 2,60 Meter breiten Schwingen die sicherste Entscheidung. Kasimir Rapski hat Glück heute Morgen. Seine Lieblinge, die wilden Konigpferde, suchten schon früh den Schatten alter Linden. Normalerweise wären sie jetzt draußen, im wilden, hohen Gras und Schilf des neuen Naturparks von Czarnocin, unweit von Stepnica. Die frühe, schwüle Hitze lässt auch die fellbepackten halbwilden Highland-Rinder Gesellschaft suchen mit den seltenen Ponys. Wie die Konigs sind diese schottischen Rinder am Stettiner Haff keine ursprünglich beheimatete Rasse. Für Parkdirektor Rapski jedoch sind rund 1000 Quadratkilometer Wasserfläche, mehr als 1 Million Hektar Feuchtgebiete, fast 250 verschiedene Vogelarten. Dies ist eine der wertvollsten Landschaften Europas. Das Stettiner Haff, eine Art Lagune, liegt im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland, zwischen der Odermündung im Süden bei Stettin und der Ostsee im Norden. Hier am Haff spielt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einigen Seeadlern an der polnischen Haffküste und dem Fischer Janusz. Es ist aber auch die Geschichte von den Bemühungen einiger weniger aus der Region, mit einem neuen Verständnis vom Zusammenleben von Mensch und Natur für diesen Landstrich eine bessere Zukunft zu finden. Dieser Teil der Arbeit ist für den Fischer Janusz wahrlich kein Vergnügen. Der Hafen von Stepnica auf der Ostseite des Haffs, rund 50 Kilometer nördlich von Stettin. Janusz ist einer von nur noch 8 aktiven Fischern hier. Früher waren es fast 3 Dutzend. Für viele lohnt es sich einfach nicht mehr. Jahrelang zu wenig Fisch, zu niedrige Abnahmepreise. Früher war das anders. Und früher gab es neben der Fischerei vor allem Landwirtschaft, selten mit eigenen Bauernhöfen. Die Menschen am Stettiner Haff arbeiteten hauptsächlich in den staatlichen Großkolchosen. Der Fall des Eisernen Vorhangs vor 15 Jahren bereitete den Einwohnern der Region den wirtschaftlichen Niedergang. Staatlich subventionierte Landwirtschaft wurde aufgegeben. Industrie, Arbeitsplätze gingen massenhaft verloren. Arbeitslosigkeit suchte schnell fast jeden zweiten Heim. Und Landflucht der Jungen ließ die Dörfer am Haff veröden. Aber die Natur der Region konnte sich erholen. Sichtbarstes Zeichen dafür sind die europäischen Seeadler, die hier vor Jahren fast ausgestorben waren. Die Könige der Lüfte kehrten zahlreich wie nie zurück in ihre angestammten Jagdgründe am Stettiner Haff. Stepnica 22 ist spät an diesem Morgen. Es ist zwar erst 5:30, aber eigentlich wollten sie schon seit rund einer als der kleiner Boote. Deshalb ist Masse gefragt, um auf die Kosten zu kommen. Der erste Eindruck täuscht. Die Netze sind voll, aber die Preise am Boden. Und das schon seit Jahren. Es gibt kaum noch viel guten Fisch, nur die billigen Plötze.
Der bringt aber im Großhandel bloß 15 Euro Cent fürs Kilo. Ich habe hier zwar 400 Kilo, aber das muss auch für all meine Helfer, meinen Sohn, meine Freunde reichen. Um 3:30 heute Morgen sind wir raus, Netze einholen. Jetzt muss der Fisch ausgepult, die Netze anschließend gesäubert werden. Nachher fahren wir wieder raus. Netze stellen. Das sind 15 Stunden und ich verdiene dabei gerade mal 100 Zloty, 25 Euro, wenn es gut geht. Und meine Helfer? Die haben sogar nur 10 Euro. Damit kann man doch keine Familie ernähren. Ich werde das Boot verschrotten lassen. Direktverkauf gibt es nur bei den Fischern mit den kleinen Booten. Hier bei Janusz sind die Plätze frischer und schmecken besser, meint sie. Das hänge damit zusammen, wo der Fisch gefangen wird. Bei größeren Mengen gibt Janusz sogar Prozente, ohne wirklichen Verlust. Denn er kann beim Endverbraucher dreimal mehr verlangen, als die Kutterfischer von ihrem Zwischenhändler bekommen. Und für sie ist es trotzdem hier immer noch billiger als beim Händler auf dem Wochenmarkt. Der wirklich lukrative Edelfisch ist aber selbst bei Janusz mittlerweile sehr rar. Letztes Jahr war das besser. Viel besser. Es gab beispielsweise Zander, den es dieses Jahr gar nicht gibt. Woran das liegt? An Stettin. Dort gibt es nämlich kein Klärwerk. Für mehr als 500.000 Einwohner. Der ganze Unrat von Stettin fließt direkt in die Oder. Man sieht das ganz konkret. Und man riecht es. Das Wasser stinkt und ist voller Abfall. Richtig gefährlich ist eigentlich nur das, was man nicht sieht. Amtliche Wasserproben auf dem Stettiner Haff gibt es seit der Phenolkatastrophe Anfang der 60er Jahre. Doch Messwerte veröffentlichte jahrelang niemand. Bis zur Wende wurden weitgehend unbeanstandet Abfälle aller Art in das Haff eingeleitet. Eine schleichende Verseuchung der ganzen Haffregion belastete besonders die hiesigen Vogelpopulationen. Und die großen Jäger waren am stärksten betroffen. Am Ende einer langen Nahrungskette sammelten sich gerade bei diesen Tieren die Gifte im Körper überreich an. Mit dem Resultat, dass Bruterfolge ausblieben, die Adler in dieser Region fast ausstarben. In den letzten Jahren stellten Schwermetalle aus industrieller Herkunft im Wasser ein sehr ernstes Problem dar. Mittlerweile sind diese gelösten Gifte kein Problem mehr. Wir untersuchen aber nur das Wasser, nicht die Sedimente. Das sind sie Teil eines Konzepts, das den Tieren für den Naturschutz in dieser Gegend eine wichtige Aufgabe zuweist. Die Wildpferde hier im Park zeigen, wie die Dinge zusammenhängen. Eine brachliegende Landschaft, die Raubvögel, die hier leben, und der Mensch. Durch menschliches Handeln, etwa die Haltung wilder Pferde oder wilder Rinder, entsteht hier eine Naturlandschaft, die vorteilhaft ist. Für Wildpferde und beispielsweise Seeadler. Die Pferde haben gut zu fressen, halten durch Abweiden das Gras sehr kurz. Und die Adler können auf solchen Flächen schneller und besser Beute machen. Und solche Verbindungen gibt es zuhauf, nicht nur diese. Zusammenhänge in der Natur erkennen und diese gewinnbringend für Mensch, Tier und Umwelt nutzen. Mit seinem anderen Ansatz von Naturschutz ist Rapski wesentlich Manager, Vermittler der Bedürfnisse von Mensch und Natur. Von seinen Koniks gibt es in Polen nur noch 2 frei lebende Herden. Ihr Einsatz als Rasenmäher im Park hilft nicht nur den Vögeln, sondern stellt auch sicher, dass diese Wildpferde hier weiterhin auf ihre ursprüngliche Art leben können. Der Naturpark von Czarnocin ist fast so etwas wie Rapskis Privatsache. Vor nunmehr 10 Jahren startete dieses Projekt. Rund 600 Hektar unbewirtschaftetes Gelände einer ehemaligen Landwirtschaftskolchose umzuwandeln in einen privaten, unabhängigen Naturpark. Rapski erwarb dieses Terrain für einen polnischen Naturschutzbund.
weil genau hier sich die wichtigsten Flugrouten europäischer Zugvögel kreuzen. Die Region dient den Vögeln dabei als wertvoller Rastplatz und den Räubern deshalb als beliebtes Jagdrevier. Rapsky verfolgt mit seinem Konzept für den Park hohe Ziele. Kein eingezäuntes Museum, eine erlebbare Region soll er werden. Mit Nutzen, selbst für die Skeptiker. Das ist schon was richtig Neues, nicht nur in Polen. Die lokale Bevölkerung in den Naturschutz einzubinden. Denn eigentlich heißt es ja immer, Naturschutz, na klar, aber bitte nicht bei uns, zu unseren Lasten. Unser Konzept zeigt, lebendige Natur lässt sich mit lebendigen Menschen vereinbaren. Deshalb soll es hier auch Landwirtschaft geben. Kühe und Pferde, touristische Fahrradwege. Das alles wollen wir hier auch als eine Art Entwicklungshilfe anbieten, in dieser verlassenen und irgendwie auch vergessenen Gegend. Mit Hilfe der Natur und für die Natur. Mensch und Natur in Zusammenarbeit. Darum geht es. Wieder so ein ruhiger Vormittag am Kai von Stepnica. Alle Boote sind mit ihrem morgendlichen Fang zurück. Trotzdem findet Janusz mühelos Platz. 6 hauptberufliche Fischer gibt es hier noch. Es waren mal fast 40. Besonders die Kutter, die Großhändler belieferten, haben abgewrackt. Zu hohe Betriebskosten bei zu geringen Erlösen. Noch letztes Jahr standen sie hier manchmal sogar in Dreierreihen. Die Kutter fangen ausschließlich für Großabnehmer, die den Fisch in ganz Polen auf dem Markt verkaufen. Der Unterhalt der Schiffe ist deutlich höher. Es ist besser, den schwermetallverseuchten Boden unangetastet zu lassen. Denn wenn der aufgewühlt würde, könnte das hier eine Umweltkatastrophe für das ganze Ökosystem auslösen. Giftgrüne Fäden im Wasser zeugen von einem anderen, dem aktuellsten Problem des Haffs, Phytoplankton. Mikroskopisch kleine Algen, die im ohnehin nährstoffreichen Haffwasser mittlerweile geradezu in epidemischen Mengen auftreten. Die Algen verringern, besonders bei warmer Witterung, drastisch den Sauerstoffanteil im Wasser und gefährden so massiv alles Leben. Der wohl wichtigste Faktor, der die Wasserqualität hier im Haff beeinflusst, ist der Prozess der Eutrophierung. Also die Überdüngung des Wassers. Die findet statt, wenn zu viele phosphor- oder stickstoffhaltige Substanzen in das Wasser eingeleitet werden. Ein Monument Polens sozialistischer Industrie-Gigantomanie. Direkt am Ufer des Stettiner Haffs. Police, zweitgrößtes Chemiewerk des Landes, produziert hauptsächlich Grundstoffe. Ammoniak, Phosphor und Schwefelsäure, Eisensulfat und Mineraldünger. 1,6 Millionen Tonnen jährlich, seit mittlerweile 40 Jahren. Der größte Arbeitgeber der Region war jahrelang auch ihr größter Umweltsünder. Staub, Abwasser, Gasemissionen. Hier produzierte Düngemittel waren beliebt. In der lokalen, intensiven Kolchosenlandwirtschaft. Großzügig eingesetzt, versickerten sie, tonnenweise, und werden noch jahrzehntelang das Stettiner Haff belasten. Erst wenige Jahre gibt es den aktiven Umweltschutz in Police. Zur stolzen Sammlung mehrerer Umweltzertifikate gehört auch das des TÜV Nord. Das umgestaltete Signet der Firma, der stilisierte Seeadler, soll auch vom neuen Bewusstsein künden. Das alte Denken türmt sich direkt am Ufer auf. 40 Meter hoch und gut 1 Million Tonnen schwer. Seit Ende der 60er Jahre wird hier Phosphorgips, ein Abfallprodukt der Säureherstellung, offen gelagert. Der Klärschlamm obendrauf stammt auch aus eigener Produktion. Er hilft, das stetige Verwehen des eutrophierenden Phosphors zu reduzieren. Und die kahlen Berge
unter grünen Deckmänteln zu verstecken. Der negative Einfluss dieser Chemiefabrik auf die Umwelt hier war in den letzten Jahrzehnten äußerst bedeutsam. In den letzten Jahren hat sich das aber positiv verändert. Diese Abfallhügel jedoch, die wir hier sehen, wirken natürlich auch noch heute auf die Umwelt ein. Indirekt. Über das Grundwasser oder einfach durch Versickern. Eine sehr viel klarere und